einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, jetzt können wir hier gucken. Aufbauen. Zusätzliche Botland. 40.000. Genau. Haben wir nämlich rumliegen gehabt. So. Jetzt wäre der LKW noch praktisch gewesen. Naja. Müller! Ja. Steht in deinem LKW. Ach du. Da steht in deinem LKW. Hallo? Ja. Hast du Unterzucker oder was? Nein, ich weiß gerade nicht. Der hat gerade Känguru-Sprit im Tank, glaube ich. Wo ist dein LKW? Oben am Hof. Warum? Ich weiß nicht, wer den hochgefahren hat. Na, der andere da, der. Ja, es kam auf einmal ein Feuer auf dem Hof an. Ah. Hm. Mit einem LKW. Ja, okay, egal. Ich nehme mein Ding da dran. Ach ja. Wäre halt schön, wenn manchmal die Leute mitdenken würden, aber kann ich immer alles sagen. So, dann nehmen wir den LKW, hängen da den Anhänger ran und fahren dann damit mal den Mohn weg. Wir haben ja noch ein bisschen Geld von der Fahrschulprüfung übrig. So, die Eier, wenn die verladen sind, was sollen der da machen? Wenn er den, dann kann er eigentlich du? Ja? Wenn du fertig bist, guckst du halt, dass auf dem Feld was läuft. Ja, also weit wie ich gehört habe, durch den Funk arbeitet er schon fleißig. Jo, passt. Achso, ja, das Strom ist darunter, ne? Ich telefoniere mal gerade mit dem Charlie, vielleicht hat der einen Anhänger, einen Ladewagen, den wir leihen können. Ja. Gut, ciao. Meld mich dann nochmal. Jo. Klingelingeling. Ja, bitte. Jo, Folge Verona hier. Servus. Danke, Verona. Du, haben Sie einen Ladewagen, den wir leihen könnten? Ja, steht bei mir am Hof. Könnte jetzt sich ausleihen. Gut, würde ich dann nachher vorbei. Was ist denn das für einer? Das wären dann. Ah, war das nicht der Sheepmaker? Genau. Okay. Gut, passt. Können Sie sich ausleihen? Komme ich da später vorbei. Ja. Gut, danke. Tschö. Bitte schön, wiederhören. Das Leihen. Haben wir noch? Ja, wollte ich ja, servus. So, beim Charlie auf dem Hof steht ein Shootmaker. Mhm.
Den können wir uns ausleihen. Okay. Ich meine, heißt, wenn du die Eier verladen hast, kannst du direkt den holen. Haust du das Stroh erstmal bei mir ins Lager, so viel wie reingeht. Mhm. Und was über ist, kannst du dann. Muss mal gucken, ob es noch viel ist. Von Zeitaufwand, dann wäre es vielleicht eher sinnvoller, man holt deinen LKW runter und fährt mit dem Gespann dann das Stroh hoch. Hast du nämlich 70.000 Liter auf einmal. Ja, kann man. Ja, was 70.000? Nein, bei mir passen in den LKW, ich habe den kleinen. Da gehen nur 18.000 rein. Ja, ist aber trotzdem, sind 58.000 dann. Da ist ja immerhin was. Ja. Okay. Gut, auf jeden Fall den Schubmaker dann mal holen. Jo. Gut, bis dann. Jo. Ciao. Ciao. So. Ich muss noch 31.500 auftreiben. Deshalb, wenn wir jetzt die 40.000 Liter Mohn verkauft haben, müsste man da ungefähr hinkommen. Ich habe ja noch 12.000 Euro gerade parat. Sollte sich ausgehen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Mond loskriegen. Und zwar relativ flott. Zeit ist nämlich Geld. Und Geld regiert bekanntlich die Welt. So. Also die Eier, die könnten mir einen ziemlich guten Profit bringen. Aber wir haben ja jetzt schon 24.000 Eier. Wenn die 3 Euro pro Ei zahlen, hätte man da fast 75.000 Euro plus. Ups, da wollte ich nicht anhaben. Das wäre ein super Gewinn. Also ich denke, das werden wir probieren, dass wir da den Preis dann für die Eier kriegen. Zu dumm. Eigentlich nicht. Eigentlich passt es. Aber manchmal ist einfach dieses Onboard-Drehschema fahren gar nicht mehr so easy. Ja, froh, dass ich es eigentlich generell hinkriege.
telefonieren. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Volker hier, servus. Ja, moin. Du, was kostet denn 40.000 Liter Kalk bei dir? 40.000 Liter Kalk? Jo. Oder 50? 40, 4, 0, 0, 0, 0. 0. 14.000. 14. Okay. 14. Ja. Okay, gut, melde mich gleich nochmal. Warte, schau mal auf deinen Hof nach. Warum? Da ist ein Strohbein versteckt. Was? Da sind Strohballen versteckt. Das sind Strohballen versteckt. Einer ist da versteckt. Und was soll ich mit dem? Wenn du den findest, dann bekommst du ein Geschenk. Ah. Deine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass der Osterhase schon da war. Der war schon da. Nein, dann werde ich ihn ja suchen. Ja, dann. Einmal anrufen, wenn du ihn gefunden hast. Und sagen, wo er ist. Mach ich, danke, ciao. Ciao. Ja, moin. Frohe Ostern euch alle. So, das haut jetzt natürlich nicht hin, aber wenn wir den Strohballen finden. Könnt ihr das trotzdem hinhauen? Das heißt, warte mal, ich gehe noch mal bei ihm vorbei, ich rufe ihn noch mal an und ich bestelle die 14.000 Liter. Die 40.000 Liter. Klingelingeling. Hallo, ist der Neumann? Jo, Volker hier. Moin. Ging schnell, ne? Ja. Ich würde vorbeikommen und den Kalk abholen. Den Kalk abholen? Jo, bei dir am Hof? Da muss ich ganz kurz mal gucken, ob ich 40.000 Liter habt, aber nicht sehen. Ich guck schon. Moment. Ja, 81 haben wir noch. Ja, wir haben was am Hof. Ne, 87 sogar, glaube ich. Gut, am dann komme ich vorbei. Bin gleich da. Jo. Ciao. Ciao. Gut. Und hier die hintere Einfahrt. Gauk. Passt. Ja, nun mach mal voll. Jo. Rechnung überweise ich gleich. Ja. Ciao. So, dann überweisen wir gleich an die 14.000. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ah doch, hier, warte mal. 50.875. Kann man aufschreiben. Für die Steuer 50.875. Jetzt macht er sich in meinen LKW bequem, oder was? Okay.
So, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wheel Farming. Für heute war's das. Bis dahin, macht's gut. Ciao.